Wenn aus smart, genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Ich finde es cool, dass du da mitmachst hier. Ja, gerne. Ich freue mich drauf. Weil so teilen wir das natürlich mit den Hörern jetzt. Ja. Und genau. Wir machen es so. Felix, magst du dich kurz vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Ja. Wer bist du und warum treffen wir heute uns hier? Beziehungsweise warum haben wir einen Rollentausch? Genau, also vielleicht erstmal kurz zu mir. Ja. Dann machen wir das alles Step by Step. Mein Name ist Felix Jäger. Ich bin 28 und studiere Wirtschaftsingenieurswesen an der FAU in Erlangen. Mhm. Bin jetzt gerade im Master und schreibe meine Masterarbeit. Und im Rahmen der Masterarbeit geht es ein bisschen darum, rauszufinden, wie kann man den digitalen Austausch zwischen Startups und Investoren vorantreiben oder wie man da weiter Möglichkeiten ausschöpfen kann und das Potenzial weiter ausschöpfen kann. Und dann eben auch, was das Metaverse da als absolutes Buzzword und was momentan überall kursiert und jeder will es nutzen. Und Ich glaube auch, dass manchmal noch nicht so ganz klar ist, was ist da überhaupt mit gemeint und worum geht es da, wie das eben dafür auch eine Rolle spielen könnte. Und das ist das Thema meiner Masterarbeit. Und der Rollentausch ist, dass du dich glücklicherweise bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen dazu zu beantworten und mir deine Meinung dazu einfach zu geben. Und ich deswegen so einen kleinen Leitfaden für mich habe, den ich in den Interviews für meine Masterarbeit stelle. Aber ich denke, dass sich dann auch im Gespräch einfach viel ergeben wird dann dazu. Genau. Und damit wirst du zum Moderator dieses Podcasts. Du kannst quasi sagen, dass du den gekapert hast. Heute einfach mal kurz übernommen. Genau. Nee, ich finde es einfach wichtig. Also A, finde ich deine Arbeit super wichtig. Hat auch mit einem Projekt zu tun, an dem wir intern arbeiten. Mhm. Und vielleicht ergibt sich daraus ja mehr. Auf jeden Fall ein Wert für unsere Audience heute hier. Ja, also wie gesagt, denke ich auch, hoffe ich auch. Mir macht Spaß. Ich bin noch im Datensammeln, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass bei jedem Interview, das ich führe oder bei jedem Paper, das ich lese, jeder Podcast, den ich höre, da ergeben sich 50 neue Möglichkeiten und neue Ideen. Ja. Und man muss gucken, dass man das alles so ein bisschen channelt. Aber an sich ist es ein super spannendes Thema und ich glaube auch, dass es in der Zukunft was ist, was uns noch viel beschäftigen wird und wovon wir noch viel hören werden. Glaube ich auch. Deswegen würde ich vielleicht gleich sagen, lass uns das Commitment treffen, dass wir in ein paar Wochen, Monaten wieder von dir hören, wie es weitergegangen ist, wie die Entwicklungen stattgefunden haben, weil dann können wir die Geschichte auch fortsetzen. Ja, auf jeden Fall gerne. Dann, ich glaube auch, dass das eine Geschichte ist, die sich noch gut weiterentwickeln wird. Ja, glaube ich auch. Und das könnte auf jeden Fall spannend sein, auch für euch und die Audience dann. Ja. Cool. Cool. Dann lass uns starten. Zu deinen Fragen. Also, ich würde jetzt einfach generell mal so ein bisschen über deine persönliche Erfahrung sprechen, was so digitale Kontaktaufnahme von Startups, von euch mit Startups angeht, oder gerade persönlich auch von dir. Und vielleicht auch so die Entwicklung der Kanäle. Also, wenn du sagst, wie habe ich vor 15 Jahren Kontakt aufgenommen oder bin ich in Kontakt getreten und wie das jetzt heute passiert? Also was sind da so die Kanäle, die genutzt werden, wie ihr mit Startups oder du mit Startups in Kontakt treten? Und super Frage, passiert? Super Frage, weil also gerade wenn man das historisch betrachtet, also wenn ich jetzt mal so gedanklich in die Vergangenheit reise und überlege, wie war das damals, also wie sind vielleicht auch wir damals auf Investoren zugegangen, dann ist der klare Unterschied, dass es viel
schwieriger war, überhaupt einen Zugang zu finden, also die Investoren zu finden, und uns vor allen Dingen eindrucksvoll zu präsentieren. Ja, also da war das Thema Videokonferenz, was wir jetzt hier so selbstverständlich machen, gar nicht gegeben. Auch die Tools, die wir zur Verfügung hatten, gab es da nicht so wirklich. Es gab PowerPoint. Ja, so. Ist ja heute auch noch viel genutzt. Leider, ja, Ja, ich wollte gerade sagen. muss man sagen, gibt es ja richtig geile Ideen. Ja. Und also der Zugang zu Investoren war damals ein Riesenthema, ist heute anders. Ja, heute kannst du ja fast als Investor sagen, wenn du investieren möchtest, ein richtig gute, dann musst du dir auch was überlegen, dass die Leute zu dir kommen, dass sie zu dir Ja. finden. Ja, Ja, auf jeden Fall. also das hat sich komplett gedreht. Und das Risiko ist auch ein ganz anderes heute für Investoren. Ja? Also während damals durftest du ja inklusive Businessplan schon sagen, ich bin 3 Jahre am Markt, du warst eigentlich gar kein Startup mehr, sondern du hast oder zumindest Umsätze nachweisen können, sodass das Risiko möglichst minimal für einen Investor ist. Ja. Heute muss ein Investor viel früher einsteigen und sich viel mehr für den Entstehungsprozess von Geschäftsmodellen interessieren, ja? Weil er sonst einfach auch zu spät dazukommt. Ja? Und Ja. den Zuschlag gar nicht bekommt oder nur geringe Anteile am Unternehmen bekommt. Das heißt, in der glücklichen Lage sind die Startups heute, dass wenn die Idee passt, wenn das Geschäftskonzept passt, die Chancen sehr, sehr gut sind, frühzeitiger an Investoren ranzukommen. Also nicht nur Business Angel, sondern dann wirklich auch an Geldgeber. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und in der Nutzung der Kanäle, ich meine, wenn wir 15 Jahre zurückdrehen, was waren die führenden Kanäle dort? Aber auch, was muss ich heute leisten? Das ist eine ganz andere Anforderung an Startups in der Kommunikation, welche Kanäle ich bespielen muss, um überhaupt ein Bild von mir zu kreieren. Ja, also eine Ja. digitale Identität zu schaffen und zu sagen, okay, egal wo du mich triffst, bei LinkedIn, Facebook, TikTok, ja, Ja. oder bei mir auf der Website, meinem Podcast oder meinem Videochannel, das hat alles Einfluss darauf, wie fühlt sich dein Unternehmen an? Und ich glaube, diese Feelings sind extrem wichtig, um aus der Masse, gibt ja dann doch mehr, ja, während das früher ja eher wenige Startups waren, ist es ja eine richtige Startup-Industrie geworden, kann man ja schon sagen, habe ich zumindest das Gefühl, dass das Thema externe Kommunikation und Branding noch viel entscheidender sind, um diesen Erstimpuls hinzukriegen, ja. Ja. Dass ein Investorenteam oder auch ein Business Angel überhaupt wahrnimmt und sagt, hey, das fühlt sich auch gut an, jetzt schon, ja. Also da muss viel mehr Vorarbeit von Startups geleistet werden. Oder auch das Gründerteam eine ganz andere Zusammenstellung haben, als das damals der Fall war. Ja, Ich glaube, auf jeden Fall. da hast du auch einen super interessanten Punkt, weil was du sagst, dass quasi im Gründerteam schon auf die Sichtbarkeit von der Idee Wert gelegt werden muss. Also es reicht nicht mehr nur eine Idee zu haben, sondern es geht auch darum, die so schon als Idee vermarkten zu können, sage ich mal, dass man eben sich so ein bisschen abhebt aus dieser Masse, weil das ist auch so ein bisschen was ja momentan immer extremer, in Anführungszeichen extremer, ist natürlich eine super Chance, aber eben auch dann ein sehr kompetitives Umfeld auch, weil es reicht nicht mehr nur eine gute Idee, es geht auch darum, die zu präsentieren und die von Anfang an zu zeigen. Ich glaube, das hat sich nur bedingt geändert, aber die Konkurrenz, die Anzahl an Konkurrenten, vor denen man quasi landen muss oder gegen die man sich durchsetzen muss, die ist ja unglaublich viel größer durch diese digitalen Plattformen, auf denen da eben gepitcht werden kann oder wo man sich quasi durchsetzen muss. Zwei Beispiele. Ich habe gestern mit einem Startup gesprochen, war eine Vorstellung, war ein Pitch. Da gab es in Sachen Marke gar nichts. Ja? Also wir haben uns PowerPoint-Folien angeguckt und es war ungefähr so, als würdest du einen gut angekündigten, super coolen Spielfilm, ja, in Schwarz-Weiß ohne Ton angucken. Verstehst du? Ja. Und dann hatte ich vor Wochen ein anderes Meeting, war auch ein Pitch. Drei junge Leute, 23, so im Schnitt, die drei. Und die haben eine Applikation gebaut, ein User Interface Design gehabt. Die haben gesagt, hier, geh in den App Store, lad das Ding runter. Es war alles da und es sah auch noch geil aus. Ja? So, also nur mal, um diese beiden Pole zu betrachten, was macht das eigentlich mit mir als Interessierten? Ja, habe ich eher Lust auf das Unternehmen, mich einzulassen, weil es ist ja gerade auf Investorenseite auch ein gedanklicher Transfer, der stattfindet. Und den triggerst du natürlich, wenn du sagst, das sieht wirklich geil aus.
und du sagst, ey, ich kann mir jetzt schon vorstellen, brauche ich gar nicht viel Fantasie, das Ding ist morgen im Markt, weil es ist ja jetzt schon im App Store. Was könnte man damit alles machen? Ja, während, wenn du dir den gut angekündigten Blockbuster in Schwarz-Weiß ohne Ton anguckst, musst du das Gedankliche auch noch liefern. Ja? Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, ich muss, wie du gerade gesagt hast, ich muss jetzt als Startup da reingehen und die Präsentation ist im Grunde das Big Picture, ja? Ja. Was ich aufmache. Ja. Ja, und wie gesagt, da können wir quasi schon den ersten Link zum Metaverse schicken. Ich glaube, dass dieses Look and Feel, was man durch so ein Universum oder im Metaverse quasi erschaffen kann, dass man mit einem digitalen Zwilling arbeiten kann oder einfach mit dem Investor quasi in einem digitalen Raum zusammensteht, man präsentiert da seine Idee, dann ist es ja quasi schon wieder so eine Art Live-Pitch im Endeffekt, wenn da das Rendering funktioniert und wenn da einfach wirklich auch das ausgebaut wird in einem Umfeld, dass man in einem digitalen Raum sich quasi befindet und da seine Idee pitchen kann, ist, glaube ich, genau das, was eine unglaublich große Chance bietet, dass man eben da ein ganz anderes Feeling in einem digitalen Umfeld erschaffen kann, aber quasi so den Vorteil, dass man auf einzelne Aspekte, die man in einem persönlichen Gespräch viel eher wahrnimmt, noch besser eingehen kann als jetzt in einem Zoom-PowerPoint-Pitch, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also ja. Ich kenne ja zum Beispiel noch die Zeiten von Second Life. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja, so, klar. Genau. Und im Grunde ist, wenn wir über das Metaverse sprechen, ja nicht dasselbe nochmal in der 2.0-Version, sondern es muss ja dann ganz anders funktionieren. Ja. Und ich glaube eben nicht, dass es nur virtuelle Räume sind, sondern dass es die Möglichkeit ist, in noch mehr Dimensionen zu brillieren. Ja? Mhm. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich baue eine Welt um die Company, um das Startup. Ja? Also du erlebst, wenn ich jetzt von Genius Alliance University zum Beispiel rede, dann erlebst du einen virtuellen Campus. Ja. Ja? Du machst deine Meditationen im Grand Canyon mit deiner VR-Brille zum Beispiel. Ja? Also ich kreiere Erlebnisse, die dazu führen, dass sie viral gehen. Ja? Ja. Es ist nicht mehr nur das Filmchen, was irgendwie lustig ist und jeder teilt es, ja, sondern du willst wirklich dahin gehen, ja, also ein Event an einem virtuellen Ort, ja. Genau, ja. Und je nachdem, und das bespielen ja schon viele große Marken oder fangen zumindest an, ja, sich da zu beteiligen und auch da rein zu investieren. Also ich bin mal gespannt, wie das für die Startup-Branche interessant wird und wie einfach es ist, sich dann vielleicht dort wirklich Räume zu schaffen, in denen man sich zeigen kann. Ja. Ja, wenn man da, also es gibt ja in der jüngsten Vergangenheit da ja auch Beispiele, ich weiß nicht, vielleicht sagt dir Fortnite so ein bisschen was. Das natürlich. Ist so, genau, ist auch ein Spiel und die haben das ja auch geschafft, da quasi die Tür einzutreten und als die dann angefangen haben, die ersten Live-Konzerte da stattfinden zu lassen bei ihren Live-Events, wo dann am Anfang noch irgendwelche Server zusammengebrochen sind und weil viel zu viele Leute da waren und jetzt irgendwie, ich glaube, über 40 Millionen Leute das letzte Live-Konzert da verfolgt haben, wo man sich denkt, das ist ein Markt, der so quasi komplett neu erschaffen worden ist. Das ist ja noch vom Prinzip her nicht wirklich Metaverse, dass man quasi sich fühlt, als würde man mit den ganzen Leuten dastehen. Aber wenn das dann noch mit einer VR-Brille oder so Sachen quasi weitergeführt wird, dann sind es ja Sachen, wenn man die weiterspinnt, dann kannst du ja ein Konzert von deinem Lieblingskünstler, musst nicht warten, bis der oder die dann nach Berlin kommt oder nach München oder wie auch immer, sondern kannst quasi sagen, okay, ich setz mich da jetzt mit 40 Millionen Leuten hin und hör mir das Konzert an. Man hat eben keine Anfahrten, man hat keine großen Ticketverkäufe, beziehungsweise das könnte man dann auch wieder personalisieren. Mhm. Würde dann so ein bisschen das Problem mit den Ticket-Weiterverkäufen auch umgehen, wenn das über zum Beispiel ein NFT personalisiert ist und dann besser nachvollziehbar ist, wer da jetzt wirklich teilnehmen kann. Von daher finde ich, das sind super interessante Sachen, die da jetzt gerade schon passieren und ja, total. Meiner Meinung nach steckt man da immer noch total in Babyschuhen. Ich glaube, dass das ein Orchestrieren ist von verschiedenen Erlebnissen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Das bedeutet,
Wenn du zum Beispiel sagst, du arbeitest im Metaverse, in deinem virtuellen Matrix-Büro, ja, und du gehst auf ein Konzert und hast aber gerade nicht genug virtuelle Coins, um da dein Ticket zu kaufen und bietest dem Konzertbetreiber an, ey, pass mal auf, ich würde für dich Tickets verkaufen und das, was ich verdiene, würde ich dann wieder reinvestieren in Tickets. Also dieser Gamification-Faktor, Fortnite, das ist ja Gamification pur, ja. Und dann gehst du quasi mit so einem kleinen virtuellen Bauchladen, ja, und den Tickets, ja, gehst du irgendwie auf eine, in eine andere Welt, in einen anderen Raum, ja, in irgend so eine Partyzone, ja, und vertickst dann die Tickets und verdienst dir dein Geld und so weiter. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, dass die vielfältigen Möglichkeiten entsprechend meiner Bedürfnisse nach Unterhaltung, ja, nach Konnektivität, also auch Partnerschaft finden, ja. Also wenn oder auch Business machen und all diese Sachen, ja, die, oder auch einfach mal ein Spiel zusammen zocken, ja, wenn das gegeben ist oder ich einen Film exklusiv nur dort sehen kann, also der einfach in der realen Welt gar nicht verfügbar ist, den kann ich eben nicht bei Amazon oder wo auch immer laden, ja, sondern den sehe ich halt nur dort im Metaverse und alle reden darüber und ich muss dorthin gehen, weil ich genau diesen Film sehen will, ja, dann wird diese Sogwirkung entstehen und die Leute dahin ziehen. Ja, das glaube ich schon. Ja. Aber es ist das Zusammenspiel von vielen Dingen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man diese Sogwirkung dann wieder auf unser Ursprungsthema überträgt und sagt, man hat jetzt ein Investorennetzwerk oder generell eine Plattform, auf der man sich als Startup präsentieren kann und dann wieder zurückgeht zu, ich habe eine Idee, ich habe jemanden, der die Idee vermarkten kann und jetzt brauche ich zusätzlich noch jemanden, der quasi mir noch eine Metaverse-Strategie baut. Das heißt, ich kreiere meinen eigenen Raum, in dem Investoren oder Business Angel oder wie auch immer quasi reinkommen können. Und ich präsentiere da vor Ort, virtuell vor Ort, meine Idee. Oder man sagt eben, man macht das über eine digitale Messe, eine virtuelle Messe quasi, dass man auf ein Messegelände geht, virtuell, und da quasi eben dann seine Ideen pitcht. Ich glaube, dass da die Möglichkeiten extrem groß sind und dass diese Sogwirkung, wenn da wirklich der erste Schritt oder die ersten paar Schritte mal gemacht werden und da auch so die Kinderkrankheiten ausgemerzt werden, dass da schon eine große Sogwirkung entstehen kann und eine Faszination auch in einer Art und Weise. Ich glaube, und da sind wir Gründer, ja, immer gefordert, ist ein hohes Maß an Kreativität. Weil der Investor sieht ja keinen Vorteil, auch wenn er eine VR-Brille braucht, um dahin zu kommen, dass dann jemand vor mir steht, virtuell, und dann anfängt zu pitchen. Ja, das ist ja kein Erlebnis. Wenn es aber eine inszenierte, also spannend gestaltete Präsentation ist, auf eine andere Art und Weise, mit ganz anderen Erlebnissen, ja, um mal ein Beispiel zu bringen, ich weiß leider nicht mehr, was das für eine Lösung war, aber es war im Grunde Rhetoriktraining vor Menschen mit einer VR-Brille. So. Das heißt, du kannst ja die Audience skaliert da rein projizieren und sagen, okay, du sprichst jetzt vor 2000 Menschen und kriegst danach ein Feedback. Ja, und entweder die beschmeißen dich mit Tomaten und faulen Eiern, oder das war richtig gut und du hast Standing Ovation. Und du kriegst durch dieses ganze Setting einfach dieses Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen. Und du guckst dich um und alles ist Bühne. Ja. Die Leute werden ruhig erst dann, wenn du sagst, hey, seid mal leise, ich will euch was erzählen. Ja. Und so weiter und so fort. Also, wenn man es schafft, Investoren da schon reinzuziehen in seine Idee und die Kreativität so weit ausreicht, diese Idee auch zu virtualisieren, also nicht nur zu visualisieren, sondern auch zu virtualisieren, also wirklich erlebbar zu machen und das dann wirklich so einen entscheidenden Impact gibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das dann der besondere Pitch ist im Metaverse, ja. Ja, ich glaube auch gerade, dass jetzt vielleicht in der digitalen Form, in der jetzt gerade physische Produkte gepitcht werden, also jetzt vielleicht mal weggehen von Apps oder so Geschichten, aber angenommen, ich habe ein physisches Produkt entwickelt und ich weiß, das Produkt ist super und ich hau das auf eine PowerPoint-Folie, das ist es nicht. Also da denkt sich keiner, boah, verrückt. Aber wenn du das dann in einem virtuellen Raum in die Luft wirfst und man kann es drehen, man kann es anfassen, man hat das Gefühl, man sieht das Produkt, man sieht, was das Produkt machen kann. Ich glaube, dass das gerade für physische Produkte eine super interessante Alternative ist,
um quasi so ein bisschen weg von dem, hier hast du ein Bild von dem, was wir machen und ich erzähle dir ein bisschen was zu, hey, drück doch mal den Knopf oder schau mal, was passiert, wenn du es so drehst oder hier hast du die Komponente in einem Auto verbaut. Jetzt hast du das Gefühl von dem Fahren oder du siehst das Fahrverhalten vorher und dann siehst du das Fahrverhalten nachher als ganz grobes Beispiel. Aber ich glaube, dass da durch dieses Look and Feel, durch die Möglichkeit, es auch wirklich damit zu interagieren, dass das, glaube ich, was ist, wo extrem viel Potenzial drinsteckt. Und natürlich ist es auch so, dass man da wieder jemanden braucht, der quasi dann ein 3D-Modell erstellt, oder nicht nur ein 3D-Modell, sondern in dem Fall ja auch sogar einen digitalen Zwilling, wenn man die Funktionen noch abbilden will. Aber ich glaube, dass gerade da sehr viel Potenzial ist. Und wenn ich daran denke, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, die Nachbarkids von meinen Eltern spielen, seitdem sie 5, 6 sind, spielen die Minecraft und bauen irgendwelche virtuellen Welten. Das sind so Leute, die dann später mal da sitzen und dir dann einen Raum bauen. Und die haben es ja wirklich geschafft, von ihrer Jugend, Freizeitbeschäftigung, wirklich das dann, diese Transition hinzukriegen in, ich nutze es wirklich. Und die können wirklich irgendwann mal zu ihren Eltern sagen, ich habe dir doch gesagt, es bringt was. Die sitzen dann da und denken sich so, Ja, das stimmt. ich wusste, dass sich die Stunden vorm PC gelohnt haben. Und ich glaube, dass da viel drinsteckt, wo man auch ganz verschiedene Leute, unglaublich kreative Köpfe, dann technisch denkende Köpfe, die sagen, okay, ich habe mein technisches Produkt. Wenn man die zusammen an einen Tisch kriegt, dann kann da was extrem Spannendes entstehen. Und Ja. das ist auch eben das, was ich jetzt in meiner Research immer wieder finde, dass da unglaublich viele Projekte gestartet werden, die manchmal an der Umsetzung scheitern. Also das seien das irgendwelche NFT-Projekte, die mit einer guten Idee anfangen und dann reicht eine persönliche Differenz, dass man irgendwie auseinanderbricht und dann steht man da, hat im Endeffekt nur ein 2D-Bild und die komplette Community hat es für was weiß ich, wie viele ETH gekauft und sitzt dann da und sagt, ja, sorry Leute, das wird leider nichts. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass da Potenzial drinsteckt, das unglaublich groß ist. Die Frage ist auch, wie weit die menschliche Komponente immer mehr in den Hintergrund rückt, ne? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass, also sagen wir es mal anders, wenn das Potenzial des Metaverse und dieser virtuellen Welt, ja, ist ja, dass ich Dinge sichtbar machen kann, die es vorher noch nicht gab. Also mein MVP, ja, ist tatsächlich echt in dieser Welt. Es ist nicht physisch verfügbar in der realen Welt, aber wobei reale Welt, was ist das, ne? Also das Metaverse wird Teil dieser realen Welt sein, ja. Aber ich werde es zeigen können. Ich werde Produkte demonstrieren können und ich werde auch Produkte dort testen können. Also dieser Laborcharakter, ja, zu sagen, ich gebe das jetzt anderen Usern und die können das mal selber ausprobieren, wie das wäre, wenn, ja. Nehmen wir die Fashion-Industrie, ja. Ich glaube, Gucci ist da sehr weit vorne, um in Fortnite dir Schuhe zu verkaufen, die du auch dort deinem Avatar anziehen kannst, ja. Und auch diese ganzen Produkte, die von Startups kommen können, die dann auch Avatare wertvoll machen, ja, durch irgendwas. Also das wird ein eigener Industriezweig werden. Ich glaube, dass die Transformation der alten Produkte, die wir für unsere reale Welt brauchen, in die virtuelle Welt gar nicht so sehr das große Thema sind, sondern es wird so sein, dass du dein Avatar bei Fortnite oder anderen Games dann ausstattest und das allein ist ja jetzt schon eine Milliardenindustrie. Ja, das ist ja gigantisch. Und ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was da für Produkte noch funktionieren. Vor allen Dingen, und das ist ja das, was ich auch immer sage, dieser Community-Charakter, ne? Also die NFT-Geschichte sorgt ja dafür, dass ich Access bekomme zu irgendetwas, zu einer Community, wo ich nur das bekomme oder nur Zugang oder Assets bekomme, wenn ich so ein NFT habe. Ja? Und da entstehen so lauter Micro-Communities, ja, von irgendwelchen Celebrities oder von irgendwelchen, keine Ahnung, kleineren Gruppen, ja. Aber ich glaube, das wird der Anfang sein vom Metaverse, ja, dass die Communities unter sich Dinge kreieren und erschaffen.
Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michael Menten und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch einen Special Deal. Ich glaube, dass das auch momentan noch, dadurch, dass das der wirkliche Mehrwert von einem Metaverse an Interaktionen wirklich noch auf diese Communities beschränkt ist, dass die Projekte, die jetzt preistechnisch so durch die Decke gehen, glaube ich, auch gerade davon leben. Also wenn man sich jetzt diesen Bored Ape Club anguckt, in die Richtung schaut, da ist jetzt Adidas auch mit drin, quasi, die da einen sich von gekauft haben und den jetzt für ihre Metaverse-Strategie pushen und dann quasi darüber dann, wie du schon gesagt hast, diese Collectibles vertreiben und da wieder dann, wie es jetzt auch ist, quasi auch irgendwo Alleinstellungsmerkmale, Sammlerwerte, wie zum Beispiel auch die Sneaker-Community jetzt ist, so ein bisschen digitalisieren und das quasi übertragen und der Mehrwert, den diese Communities bieten und sei das jetzt momentan nur einfach sich in der gleichen Gruppe angehörig fühlen wie sein Lieblings-Celebrity, ist, glaube ich, jetzt gerade momentan noch eine sehr groß und sehr großer Teil von der Faszination, die da dahinter steckt. Und sie ist ja künstlich herbeigeführt worden. Ja. Das muss man ja auch sehen. Das heißt, durchaus wohlhabende Menschen haben da die richtigen Schalter betätigt und haben sich da engagiert, haben ihre Reichweite, ihre Bekanntheit genutzt, um das Thema zu treiben, um Werte zu schaffen, die ja jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Also wir reden ja nicht über 10% Steigerung in den Werten, ja, wir reden ja über tausende Prozente an Wertsteigerungen. Also ich glaube, das, was da passiert, ist ein Kreieren von Märkten, ja, von durchaus innovativen Produkten. Also ich glaube, NFT hätte sogar das Potenzial, dass ich als Künstler tatsächlich auch von meiner Kunst leben könnte. Ja, was ja Stand heute in der realen Welt aussichtslos ist. Ja. Schwierig, ja. Genau, schwierig. Ja. Und mit NFTs wäre das auf jeden Fall auch wieder mit einer Audience, die ich mir natürlich irgendwie schaffen muss. Also ich glaube, wir kommen daran nicht vorbei. Und das hat ja Second Life damals auch gezeigt, dass diese Communities total wichtig waren. Ja, ich erinnere mich, da gab es ein Pärchen, die haben auf dem Baum gelebt, ja, waren natürlich so fiktive Charaktere, aber die waren berühmt, waren von Anfang an mit dabei. Und um diese Charaktere gab es halt dann Communities, ja, das waren halt so die Superhelden. Und du hast ja dann halt, die haben dann halt berichtet, wie sie sich dann im Baumhaus, und die haben sich noch nie vorher in ihrem Leben gesehen und waren aber dort ein Liebespaar. Ja, kannten sich aber gar nicht, waren vielleicht sogar zwei Männer oder zwei Frauen, man weiß es nicht. Ja. Aber um diese Avatare bauen sich dann Communities auf die man dann natürlich aufsatteln kann. Und je größer die Aufmerksamkeit ist, desto eher springen natürlich auch die Brands drauf und bauen dann für das Pärchen halt dann eine schöne Finca oder liefern die Schuhe und Handtäschchen dazu oder sowas. Ja. Also ist es für uns vielleicht unvorstellbar, aber für die Gamer-Szene total normal, ja, dass ich mir Assets kaufe. Ja, auf jeden Fall. Um einfach nur zu sagen, schau mal, nur ich habe das. Ja, absolut. Es ist, also da, diese Alleinstellungsmerkmale sind da, glaube ich, auch spielen eine große Rolle. Mhm. Davon jetzt nochmal so ein bisschen weggehend, die Einstiegshürden, die quasi auf dem Weg in eine digitale Austauschplattform, um nochmal ganz zurück zum Anfang zu gehen, da sind,
sind ja auch so ein bisschen, also ich glaube, dass einfach noch nicht viele Leute außerhalb quasi dieser Bubble wirklich sich damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, entweder fehlt der Zugang oder es fehlt Zugang zu jemandem, der helfen kann, eine Strategie dafür zu entwickeln. Da interessiert mich deine Meinung mal zu, wie würdest du das als Einstiegshürde sehen? Und dann glaub, zeitgleich auch, wie würdest du so ein bisschen den Know-how-Schutz da als Einstiegshürde sehen? Also sagen wir, du pitchst eine Idee und jeder in diesem Raum, logischerweise wird der Einlass da ein bisschen kontrolliert über Tickets, die rausgegeben werden, aber du weißt nicht, wer da sitzt. Und wenn du deine Idee, quasi dein Baby irgendwo pitchst, wie siehst du da die Einstiegs- oder Eintrittshürden? Oder wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, der beste Schutz, den du für Ideen zum Beispiel haben kannst, ist Geschwindigkeit. So, das heißt, sobald du dich öffnest, sobald du das Ganze öffentlich machst, gibt es keinen Tresor dieser Welt, der dich davor schützen kann, dass deine Idee von jemandem realisiert wird, der einfach ein paar Euro mehr in der Tasche hat als du. Also ich glaube, die Frage ist, wann gehst du damit in den Markt und wie schaffst du den Vorsprung, den du. Und das ist ja auch immer die Frage an die Alleinstellung deines Produktes. Ja? Wenn es keine hat, ja, dann hat es einfach keine Überlebenschance. Ja? Sondern du musst eine brillante Idee haben und du brauchst ein brillantes Team, was das umsetzen kann. Und den Vorsprung, den du dadurch hast, ja, dass du das gedacht hast, dass du das Konzept entwickelt hast und dass du die Leute hast, die es mit dir machen, das ist das A und O. Das ist deine Crowd, die du von Anfang an finden musst. Also ich glaube, die Zeiten sind in der Zukunft vorbei, dass du als einzelner Gründer eine Idee hast und glaubst, das pitchen zu können vor einem Investor in der Öffentlichkeit. Ja, dann bist du besser beraten zu sagen, okay, ich habe vielleicht zwei Adressen, da versuche ich mein Glück. Ja, aber ansonsten ist die Vorbereitung und ist das alles. Ja, aber eine Sicherheit gibt es einfach nicht mehr. Ja, also das. Und die Zugänge, das haben wir ja jetzt gesehen, wie das Internet so entstanden ist, ne? Also während früher du Techniker gebraucht hast, die dir eine Website gebaut haben oder ein Content-Management-System, ja, das ist ja heute Pillepalle. Also das kann ja wirklich jeder, ohne Programmierkenntnisse. Und das war auch eine interessante Entwicklung zu sehen, wie im Grunde die Abhängigkeiten verschwunden sind, ja. Teilweise heute sogar noch da sind, ja, weil man veraltete Systeme nutzt, die dann irgendwie nur ein Techniker bedienen kann, der das vielleicht selber gecodet hat und nichts dokumentiert ist oder sowas, ja, ist es ja heute so, dass du dir verschiedene Software-as-a-Service-Lösungen nehmen kannst, ohne Programmierkenntnisse, die über eine API irgendwie miteinander verbindest, und dadurch dir das baust, was du gerade brauchst. Und ich glaube, das wird auch der riesen Unterschied sein von Metaverse zu den 3D-Welten, die wir so kennen, ja, auch in diesen Games, dass sie fast vollautomatisiert dir das entwickeln können, was du gerade brauchst. Also da wird jetzt niemand mehr sitzen und Codes schreiben, sondern es ist ein automatisiertes System, was du sagst, was du brauchst, und je besser deine Beschreibung ist, desto perfekter ist das, was der Output ist. Ja. Weil das alles KI-basiert ist, weil das alles systemisch läuft. Ja. Das glaube ich schon. Das ist ein interessanter Ansatz. Also das mit dem Wissensschutz, ich glaube auch, dass ich da Metaverse zu der aktuellen normalen Welt, sage ich jetzt mal, nicht wirklich unterscheidet. Und wie gesagt, also dass dieses Baukastenprinzip, was ja quasi im Endeffekt das ist, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, das und das brauche ich. Ich nehme mir meine Klötzchen, bastel das zusammen, ganz einfach, und dann kriege ich das. Und je besser man die Idee von seinem Endprodukt im Kopf hat, desto besser wird dann auch die Zusammensetzung dann. Ja. Also es ist ein sehr interessanter Ansatz, ja. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, digitalisiere einen 3D-Drucker, ja, und dann hast du ja das, was du auf dem Holodeck vom Raumschiff Enterprise bekommst. Wenn der sagt, mach mir einen Kaffee, reproduziert der einen Kaffee, ohne eine Bohne gekauft zu haben. Ja. Und ich glaube, ich glaube, es wird neue User Interfaces geben. Ja, es wird neue Tools geben. Es wird alles viel intuitiver sein.
Ich habe mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, dass wir innerhalb der Digitalisierung, es gab ja mal so die digitale Revolution, da fing das so alles an, jeder hat geglaubt, das wird schon wieder heile, ja, und geht wieder weg. Jetzt sind wir in einem digitalen Wandel unterwegs, der exponentiell sich entwickeln wird. Sich ja schon, wir sind ja schon dabei auf der Schanze, ja. Mittendrin, ja. Mittendrin, genau. Und dadurch, dass die Rechnerkapazitäten immer besser werden, ja, also Renderings einfach nicht mehr mit 35 Computern erledigt wird, sondern mit einer Maschine, weil die einfach keine Ahnung, wie viele Kerne hat, die das rechnen, dann wird ziemlich schnell klar, dass auch so antiquierte Tools wie eine Maus oder eine Tastatur, ja, völlig oldschool sind. Ja, das Ja. heißt, sobald die Rechner in der Lage sind, unsere Stimme so zu verwerten, werden wir audiovisuell, also so wie wir eigentlich als Menschen schon immer kommuniziert haben mit Systemen, werden wir mit solchen Umgebungen interagieren. Ja, Ja. gibt den coolen Film Her, ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Den musst du unbedingt anschauen. Ein Typ Schreibe verliebt ich mir sich in direkt eine auf, ja. künstliche Intelligenz, in ein Operation System. Ist eine Okay. Frau, ja, tolle Stimme, der ist total happy, dass er die ständig erfährt, dann irgendwann im Verlaufe des Films, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass sie sich gerade parallel noch mit 3,2 Millionen anderen Menschen unterhält. Ei, Also, aua. ja, genau. Aber es wird ziemlich schnell klar, wie so ein OS in deinen Tagesablauf integriert, im Grunde das ersetzt, was du glaubst, gerade für innovativ zu halten. Also das heißt, seine ganzen Eingaben, der schreibt zum Beispiel irgendwelche Liebesbriefe beruflich in irgendeiner Firma und dann spricht er halt das Ganze und tippt das halt nicht mehr mit der Tastatur. Ja, Ja. da denkt man sich, naja, sicher, also so kommunizieren wir. Oder das Handy ist nur noch ein Display, kannst du nichts mehr touchen, weil du alles per Sprachbefehl machst. Aber wenn du ein Foto angucken willst, dann kannst du das halt auf der Glasscheibe angucken. Ja, Ja. aber mehr ist das halt dann auch nicht mehr. So, und ich glaube, dass wir im Metaverse genau das finden werden, langfristig. Wir werden völlig neue Werkzeuge zur Verfügung haben, um vielleicht sogar gedanklich, ja, also wenn wir uns dann wirklich mit unserem Gehirn andocken, ja, Ja. Neuralink, Elon Musk, Ja. oder Erlebnisse implantieren können. Ja, also Dann da wird's dann ist aber dann, richtig verrückt. genau. Aber, Ja. ja, aber die große Frage, lustigerweise hatte ich gerade einen Podcast dazu, wo wir uns die Frage gestellt haben, wofür brauchen wir unseren Körper eigentlich noch? Ja, also wir müssen keinen Mammut mehr jagen, wir haben keinen Ja. Säbelzahntiger, vor dem wir zurücklaufen müssen, wir haben auch keine schwere körperliche Arbeit mehr. Ja, Ja, du stimmt, wirst ja. wahrscheinlich heute Abend keinen Muskelkater haben, weil du gearbeitet hast. Das Richtige. Durch die Digitalisierung fallen halt diese ganzen Sachen weg, wie Kofferraum, Deckel zuschmeißen, Ja. weil du drückst nur noch auf den Knopf. Ja, Ist die alles Türen gehen von automatisch, ja. alleine aus, allein schon aus hygienischen Gründen, weißt du? Ja, Also was darf nichts machst du mehr eigentlich anfassen. noch? Ja, was machst du Ja. noch mit deinem Körper? Ja, das heißt, dein Job ist ja eigentlich nur noch, möglichst alt zu werden und das gesund. Ja. Ja, und dann ist dein Körper vielleicht noch ein Lifestyle-Objekt, ja, weil die Frau deiner Träume oder der Mann der Träume dann sagt, das muss auch noch gut aussehen. Ja, Ja, aber im stimmt. Grunde, funktional brauchst du den nicht mehr. So, das heißt, wenn wir unseren Verstand, unser Bewusstsein, all das hochladen könnten irgendwo, dann bräuchten wir uns darum ja gar nicht mehr kümmern. Sport machen und so ein Kram. Ja, aber als Sportler muss ich sagen, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Brauchst du dir nicht vorstellen, weil das kann ich dir implantieren. Verstehst du? Also ich kann dir das Gefühl implantieren, gerade jetzt zu erleben, wie cool das ist, Sport zu machen. Ja. Aber du musst dir den Turnschuh nicht mehr anziehen. Verstehst Ja, du? Ob wir verrückt, das jetzt ja. gut finden oder nicht, ja. In Verbindung mit Metaverse können wir uns genau diese Frage stellen, weil was Ja. macht der Elon Musk in seinen Forschungen? Ja, er greift ein mit Technologie, ja, um Nerven zu manipulieren, positiv wie negativ, ja, Menschen zum Laufen wiederzubringen. Aber die Frage ist ja langfristig, wo geht die Reise hin und ist das neue Zuhause von uns Menschen vielleicht nur noch eine Serverfarm, die einfach geil aussieht, weil das, was wir wollen, uns vorstellen können? Oder der Urlaub, den wir uns schon immer erträumt haben, gekauft werden kann durch ein Upload. Verstehst du? Ja, aber dann sind wir ja ganz schnell in Science-Fiction-Filmen, wo man da irgendwo die Serverfarm aussteckt und alle außenrum fallen einfach um. Denkst du? Aber die Idee, wie gesagt, das Verrückte ist, ich glaube, wir sind momentan in einer Zeit, in der man so Gedanken formulieren kann und wirklich auch besprechen kann, ohne dass
jeder, der das jetzt hört, denkt, die sind komplett verrückt. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen sich damit auseinandersetzt, ist die Möglichkeit besteht, ob man das jetzt gut, schlecht oder wie auch immer findet, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber allein, dass die Möglichkeit besteht, ist, glaube ich, was, worüber man entweder in 50 Jahren lachen wird oder sagen wird, wie, das war damals komisch. Also ich glaube, das ist. Ja, man sagt ja, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat, aber man sagt ja, dass die Generation, die unsterblich ist, jetzt schon existiert. Dass die jetzt schon lebt. Kommt drauf an, was dann unsterblich ist, ne? Naja, nimm allein mal das Thema 3D-Druck. Das ist ja noch total in den Kinderschuhen völlig unterschätzt und so weiter. Ja? Also das ist ja noch nicht so performant, wie das so cool bei Raumschiff Enterprise funktioniert. Ja? Aber was ja jetzt schon geht, ist, wir können ja Teile von Organen schon reproduzieren. Es ist also nur noch eine Frage von ein paar Jahren. Nehmen wir das Thema Quantencomputing mit dazu. Ja, also Hochleistungsmaschinen und Recheneinheiten und koppeln das mit dem Thema 3D-Druck, naja, dann ist doch nur eine Frage der Zeit, wann ich ein Herz reproduzieren kann mit meinen eigenen Stammzellen, sodass das nicht mehr abgestoßen wird. So. Das heißt, wenn mir der Körper so wichtig ist, also dir scheint er ja sehr wichtig zu sein, ja, Ja, so dann. wichtig. Also, es ist jetzt nicht das absolute Kapital. Ich denke schon auch ganz gerne, aber ich weiß, was du meinst. Genau, also für dich gehört der Beweg mich Körper einfach dazu, gerne. für mich ja auch, ja. Ja, Also ja. ich will das mir gar nicht vorstellen, was ich vorhin skizziert habe, aber Ja. dann ist es ja möglich, dass du jedes degenerative Organ, ja, oder das Ja. kaputt geht, weil dein genetischer Code so veranlagt ist, ja, dass du Krebs bekommst zu einem bestimmten Thema und so weiter, dass du das einfach ersetzen kannst. Ja, dann produzierst du ja deine Leber, dein Herz oder irgendwelche Venen, Arterien oder was auch immer, ja. So, ist die Frage, ob das sich jeder leisten kann, wieder eine andere soziologische Thematik, Ja. ja. Aber im Grunde könnten wir dafür sorgen, dass wir nicht altern, also wir das aufhalten können. Ja, super interessant. Witzig, dass du es erzählst, weil ich vor boah, mittlerweile 3, 4 Jahren eine Bekannte hatte, die an Herzklappen 3D-Druck geforscht hat. Also da ging es darum, dass quasi, ich glaube, es waren damals Schweinezellen. Genommen worden sind und über das Material, dann organisches Material genutzt wurde zum Drucken. Also super interessant. Deswegen, ich bin echt mal gespannt und ich glaube auch zu dem Thema, gerade was die Finanzierung davon angeht, auch da ist ja 3D-Druck eine sehr, sehr günstige Alternative zu herkömmlichen Methoden, also herkömmlich, ich sage, Organe züchten ist jetzt nicht herkömmlich, aber ich glaube, wenn man da Teile eines Organs oder ganze Organe 3D drucken kann, ist, glaube ich, auch da eine Möglichkeit gegeben, die da das finanziell erschwinglicher macht, als es jetzt sich vorstellbar ist momentan. Ja, weil überleg mal, letzte Innovation, und danach kommen wir wieder auf unser Thema, eine Genschere ist entwickelt worden. Ja? Das heißt, ich Ja. kann aus einem DNA-Strang, aus Genen, gewisse Defekte rausschneiden. Man forscht gerade, Kinder haben manchmal die degenerative Muskelgewebe, also Ja. zurückbildende. Und man kann das wieder heilen und man kann es wieder reproduzieren, also Muskeln zum Wachsen wieder anregen. Und damit habe ich komplett dieses Problem gelöst. Die Kinder können wieder laufen, die haben eine hohe Lebenserwartung, all das, ja, weil ich eine Genschere entwickelt habe. Crazy. Ja. Also, und das sind ja nur kleine Beispiele. Ja. Ich bin ja jetzt kein Forscher oder sowas oder habe da jetzt auch nicht den ultrativen Einblick. Aber allein diese kleinen Beispiele zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und das Metaverse ist ja, wenn wir es mal überzeichnen, die Vorbereitung dafür. Ja, vielleicht irgendwann mal so dein erstes Zuhause zu werden. Zumindest mal das Zuhause deines digitalen Abbilds zu werden. Und in einer Welt, die sich immer weiter digitalisiert, ist das ja irgendwann auch ein wichtigeres Zuhause. Oder es wird ein wichtigeres Zuhause. Nicht als das aktuelle Zuhause, da bin ich noch nicht so ganz bereit, vielleicht das mir vorzustellen, aber es wird definitiv ein immer größer werdender Teil. Aber auch ein ziemlich krasser Wandel, weil wir haben ja immer gesagt, wenn wir in den digitalen Medien unterwegs sind, bei Facebook, bei Instagram, TikTok und so weiter, sei authentisch, sei du selbst. Im Metaverse ist das gar nicht gewünscht. Im Metaverse kann ich mit dem Lambo vorfahren.
Ja, zur Pitch-Präsentation. Ja. Da habe ich an, was ich anhaben will. Da habe ich lange Haare, ja, weil ich keinen Bock habe, mir das in der Realität wachsen zu lassen. Aber ich eigentlich schön finde, habe ich das im Metaverse. Also ich bin dort ein Avatar, der mit der realen Welt überhaupt nichts mehr zu tun haben muss. Und die Versuchung ist ziemlich groß, dass das natürlich viele nutzen werden. Ja, sich ein Selbstbild zu entwickeln, eine zweite Identität mit einer eigenen E-Mail-Adresse, mit einer eigenen Handynummer, ja, anzulegen und zu sagen, okay, dann ist das mein digitaler Zwilling und der ist halt so ganz anders, wie ich. Der ist halt viel mutiger, ja, der kann vor Menschen sprechen, ja, was ich mir im realen Leben vielleicht nie zutrauen würde, ja. Und da bin ich mal gespannt, wohin die Reise da geht, ne? Also das, ja, positiv wie negativ, ja, mit all den Pros und Kontras, Ich die man glaube auch, hat. dass da das Potenzial sehr, sehr, sehr groß ist. Ich hoffe, dass man da einen guten Kompromiss findet zwischen einem vernünftigen realen Leben, in dem man zufrieden ist mit dem, was man ist und wo man ist und wer man ist. Und eben aber auch die Möglichkeit hat, sich quasi noch ein bisschen kreativer auszuleben und quasi dadurch auch so ein bisschen Nährboden für kreative Ideen, die eben nicht durch finanzielle Gegebenheiten oder die regionale Umgebung beeinflusst werden, sondern dass da jemand sitzen kann und an was forschen oder an was bauen für eine extrem kalte Region, sitzt aber in einem Land mit einer Durchschnittstemperatur von 28 Grad. Ganz wildes Beispiel, aber so, dass man quasi seinen kreativen Ideen, die man so hat, freieren Lauf lassen kann und trotzdem aber das als Ergänzung zum realen Leben genutzt wird und nicht als Ersatz. Aber jetzt, ja, jetzt Matti, provokante Frage. Was wäre denn, wenn du sagst, da kann ich mich mehr ausleben? Ja? Ich unterstelle dir jetzt eine Beziehung in der realen Welt mit einer Frau. So. Und du wirst in der digitalen Welt eine andere Frau haben. So, warum? Weil du es kannst. Ja, weil du ja gerade gesagt hast, ich kann mich da ausleben. So, das heißt, du führst zwei Partnerschaften. In der digitalen Welt kannst du alles sein, was du willst. Kannst du alles machen, was du willst. Du kannst alles bauen. Du kannst dir deine Partnerschaften, deine Lebenspartner bauen oder wünschen oder matchen lassen. Ja. Und die Frage ist, wie viel Lust hast du dann noch in die reale Welt zurückzugehen? Weißt du, was ich meine? Aber da sehe ich ja, dass diese Problematik gibt es ja heute schon. Also man kann sich zum Beispiel, wenn man auf Instagram scrollt, ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass 85 bis 95% der Accounts, die man da sieht, nicht das alltägliche Leben der Personen widerspiegeln. Unterschreibe ich. Und das ist sehr, sehr moderat geschätzt, glaube ich. Wenn man bei mir guckt, ich bin quasi nur im Urlaub. Dafür poste ich nur einmal alle Lichtjahre. Nur aus dem Ja, genau. Also, Urlaub. weil mich interessiert es ja selbst nicht. Also, ich will jetzt nicht sehen, wer wo zum Bäcker geht morgens. Und wenn du sagst, irgendwie, man hat die Möglichkeit, eine virtuelle Freundin oder Frau zu haben, oder Partner, dann meiner Meinung nach fehlt einem im realen Leben ja dann schon was. Und wenn man das dann quasi füllen muss mit einem virtuellen Partner, Partnerin, wie auch immer, dann ist es, glaube ich, auch so, dass da tiefgreifend irgendwas falsch gelaufen ist vorher. Ja. Und das ist ein Wie in bisschen, allen anderen Themen ja auch. ja, auf Die jeden Fall. virtuelle Welt wird dir den Mangel in der realen Welt zeigen. Die wird dir zeigen, dass du zu wenig Geld hast. Ja. Die wird dir zeigen, dass du eben nicht das Auto fährst, was du fahren möchtest. Oder dort lebst, wo du leben möchtest. Aber in der virtuellen Welt wird das alles möglich sein. Wobei ich aber auch glaube, dass da jetzt auch so ein langsamer Umdenkprozess angestoßen worden ist, gerade wenn man von Facebook, Instagram und den ganzen Geschichten redet, dass eben da auch so ein bisschen drauf geachtet wird, was man sich für Vorbilder nimmt, um auch so ein bisschen sein persönliches Seelenheil nicht zu sehr zu beschädigen, weil natürlich kann man sich seinen Instagram-Account so aufbauen, dass man nur reichere, sportlichere, erfolgreichere, wie auch immer Menschen sieht. Und zu einem gewissen Punkt ist es auch gut, um daraus vielleicht auch eine Motivation zu schöpfen. Aber ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man eben sich nicht in dieser Welt verliert.
und unzufrieden wird mit seiner eigentlichen Welt. Ja, also ich glaube, warum machen die Leute das? Weil die sagen, ich kreiere ein Bild, um etwas in meiner realen Welt zu verändern. Ja? Also wenn ich ein Bild kreiere von, ich bin ein super erfolgreicher Unternehmer, ich fliege nur mit meinem Learjet durch die Walachei, ja. So, was wünsche ich mir dann, dass die Leute mich anrufen und mich buchen, ja, oder meine Produkte kaufen. So. Das ist aber im Metaverse nicht mehr wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass es einen Impact im realen Leben gibt. Ja, also Ja, das stimmt. ich kann mich dieser Welt hingeben und sagen, ich kreiere mir das Ding und ich flüchte auch dahin, ja, weil dort erlebe ich den Mangel nicht. Ja. Stimmt nicht ganz, weil ich werde natürlich wahrscheinlich auch keine Coins in unermesslicher Menge kriegen. Auch da, dort wird es Einschränkungen geben, ja. Aber ich kann zumindest mal so viel mehr machen als in der realen Welt. Ja. Und da bin ich wirklich mal gespannt, inwieweit. Und wir haben ja gelernt, was Facebook gemacht hat mit dieser Welt. Ja, also Facebook sinnbildlich für alle sozialen Netzwerke. Ja. Wie oft sind wir da am Tag? Wie viele Stunden sind wir da jetzt schon? Ja. Ja, also diese Bildschirmzeitgeschichte auf dem iPhone ist immer ganz interessant. Die wird immer ganz schnell weggedrückt. Ja, aber krass. So. Ja. Und jetzt stell dir das Ja. Metaverse vor, wo du einfach nur noch mit diesem Wow durch die Gegend rennst, ja. Ja, auf Weil jeden sich die Fall. ganzen Designer natürlich so viel einfallen lassen, damit das genauso viel Spaß macht wie bei Fortnite. Ja. Ja. So. Und jetzt häng mal auf die Stunden, die du eh schon an dem Ding hängst in den sozialen Netzwerken, noch 4, 5 Stunden obendrauf. Ja, Dann. es ist total verrückt. Und gerade wenn man überlegt, also ich bin jetzt da, gerade was so Fortnite-Geschichten angeht, persönlich nicht so richtig tief drin, aber wenn man überlegt, wie viele Leute das begeistert und wenn man diese Begeisterung auf unser Thema wieder überträgt, dass man eben vielleicht auch Menschen die Möglichkeit bietet, durch Design oder durch Kreativität Ideen zu unterstützen. Und bei der Umsetzung zu helfen, was ich persönlich super wichtig finde. Ich finde, selbst kreative Ideen haben ist essentiell, aber dann auch die Bereitschaft haben, andere kreative Ideen zu unterstützen und denen zur Umsetzung zu verhelfen, ohne eben zu denken, meine Idee muss ich gegen alle anderen durchsetzen, sondern im Idealfall natürlich schon, wenn man die Geschäftsseite betrachtet, aber dabei nicht aus den Augen zu verlieren, dass um eine bessere Zukunft gemeinsam zu schaffen, gute Ideen immer wertvoller sind als ein persönlicher Profit. Und wenn man das eben, wenn man das channeln kann und da das Metaverse für nutzen kann und die Chancen und Möglichkeiten, die einem das Metaverse bietet, ist das, glaube ich, was, was für die Zukunft den meisten Mehrwert bietet. Um das mal so ein bisschen größer zu betrachten. Was hältst du denn davon, wenn wir Investoren einfach für nicht mehr notwendig einstufen im Metaverse? Weil wozu brauchst du noch Investoren? Schau mal, wenn du mit deiner sympathischen Art sagst, ich habe was richtig Cooles entwickelt und ich erzähle euch das, ich präsentiere euch das und ich zeige es euch, weil ich es kann im Metaverse, ja, dann ist doch der einzige Job, den du hast, eine Community dafür zu begeistern, die genug Finanzkraft hat, um dich zu pushen. Also im Grunde das Crowd-Investing, was man ja jetzt schon kennt. Ja? Ich gehe auf eine Website, aber was mir da fehlt, ist das Erlebnis und was mir da fehlt, ist die Connection, die Beziehung und das Vertrauen letztendlich auch. Ja? Und das kannst du ja über das Metaverse einfach durch verschiedene Dinge noch zusätzlich erzeugen, ja. Also dass das Vertrauen da ist, dass ich sage, okay, ich investiere jetzt 1000 Euro in dich und das machen noch 100.000 weitere User weltweit auch noch, ja, dann hast du genug Kapital, um das Ganze zu realisieren. Ja. Ja, Und wir haben Entschuldigung. es ja schon gesehen mit den ICOs, diesen Initial Coin Offerings, dass das möglich ist, dass allein durch Vertrauen, ist ja anders wie ein IPO. Ein IPO heißt ja Börsengang, da muss ich mich ans Börsenpapier halten. Wenn ich das nicht tue, habe ich ein Riesenproblem. Ja. Beim ICO ist das wurscht, da gibt es ein White Paper, das ist ein PDF und alles, was da drin steht, hat sich irgendeiner ausgedacht und hat unterschrieben mit, bitte glaube mir und gib mir deine Kohle. Ja. Und das haben ganz viele gemacht. Ja. Und deswegen glaube ich auch, wenn dieses Trust-Building stattfindet, und deswegen ist Identity, also digitale Identität so wichtig,
Und der eigene Community-Aufbau so wichtig, ja, dass du deine eigenen Fans hast, die dich tragen, die dich durch dein Berufsleben tragen, durch dein Startup-Leben tragen, durch dein Unternehmersein tragen. Das ist halt extrem wichtig, diese Leute um sich herum zu versammeln, die anzusprechen. Ja. Und dann brauchst du keine Investoren mehr. Also ich gehe bei fast allem, was du sagst, mit. Ich glaube, dass der große Mehrwert von einem Investor, von einem guten Investor ist, dass er nicht einfach nur ein wandelndes Scheckbuch ist. Also da geht es ja nicht um die reine Finanzierung, sondern ich glaube auch, dass man durch die Expertise und durch die Erfahrung unglaublich viel mitnehmen kann, die bei der Produktentwicklung. Wir haben vorhin über die Stages, in der Investoren jetzt mittlerweile reinkommen müssen, gesprochen. Ich glaube, dass gerade in so einer frühen Phase der Produktentwicklung oder der App-Entwicklung als Produkt dann quasi Expertise, Erfahrung, Netzwerk und solche Geschichten, gerade in einer Umgebung, in der es auf immer mehr Parameter ankommt, unglaublich wichtig sind. Natürlich ist da die Finanzierung ein großer Teil von, aber ich glaube, dass der Mehrwert, der von externen Investoren oder Business Angeln geliefert wird, sich auf weit mehr als nur Geld bezieht. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Investoren da obsolet sind, aber die Chance, um da das Crowdfunding weiter zu unterstützen und da weiter zu pushen, ist unglaublich hoch. Und vielleicht gibt es dann irgendwann so ein Hybrid aus Investor- und Crowdfunding-Lösung, dass man quasi bei den Investoren sagt, gut, wir arbeiten zusammen auf ein möglichst hohes Crowdfunding hin. In dieser digitalen Umgebung präsentieren das so vielen Menschen wie möglich, aber trotzdem werde ich weiter also ich werde mich auf die Produktentwicklung, ich rede jetzt mal nur von der Produktentwicklung, fokussieren und du als Investor wirst quasi oder als Business Angel wirst mich dabei unterstützen mit Dingen, die ich brauche, sei das jetzt materiell, sei das Rat, sei das Netzwerk, seien es Connections, um eben so viele Menschen wie möglich zu begeistern und davon zu überzeugen, dass das was Gutes ist. Gegenfrage. Was würde dir besser gefallen, wenn ich dir einen Investor gebe? Also, da geht es jetzt nicht um die Kohle. Die Kohle holen wir uns aus der Crowd, ne? Weil das viel spannender für die ist und die ja sowieso Milliarden ausgeben, um irgendwelche Assets zu haben. Ja? Und ab sofort gibt es halt ein Asset und für dieses Asset eine Badehose in Fortnite, ja, und mit dem Geld, was wir da racen, kannst du dein Startup finanzieren. Also Geld ist jetzt mal nicht das Thema. Dann hast du ja gesagt, es gibt eine zweite Komponente und das ist das Know-how und die Erfahrung. Ja? Für was würdest du dich entscheiden? Für den Investor, den ich dir gebe, der diese Erfahrung, das Know-how mitbringt, oder für eine Genius Alliance? Für ein Team, ein Netzwerk aus Experten, die nichts anderes machen, als in ihrer Expertise jeden Tag die Professional-Schublade auf und zuzumachen. Aber das ist ja im Endeffekt genau das, was ich gesagt habe. Also ihr macht ja schon genau das, was ich gerade angesprochen habe. Deswegen ist, finde ich das ja auch so spannend, was ihr da macht. Ihr verbindet ja branchenübergreifende Expertise Genau. und dadurch schafft ihr einen unglaublich großen Mehrwert und einen unglaublich wertvollen Mehrwert für neue Ideen, für den Prozess, neue Ideen umzusetzen. Und ich glaube auch, dadurch, dass das ein größerer Background ist, eine fundiertere Idee im Endeffekt, als wenn man nur eine Meinung hat. Weil auch da, egal wie erfolgreich ein Mensch in der Vergangenheit war, es kann immer sein, dass auch diese Person sich mal irrt. Und wenn das dann eben ein Mix aus vielen verschiedenen Leuten mit vielen verschiedenen Expertisen, mit vielen verschiedenen Hintergründen ist, glaube ich einfach, dass da die Ratschläge und die Meinungen einfach auf mehr Erfahrungen und mehr Fakten basieren und vielleicht auch gegenseitig ein bisschen auch mal eingestanden wird, hey, ich kenne da jemanden oder wir haben da jemanden, der kennt sich da besser aus als ich. Und das ist, glaube ich, auch eine Art, wenn man das als Alliance, wie ihr das macht, habt, ist dieser Schritt leichter, als wenn man das als einzelner Investor macht oder machen muss, weil da zu sagen, hey, ich glaube, das ist nicht so das, dann musst du ja jemand Neues reinholen. Dann teilst du deine Anteile, du hast jemand Neues am Tisch. Und wenn du das so nicht gewohnt bist, dann ist das, glaube ich, schon schwierig. Und deswegen ist das ein unglaublich großer Mehrwert, den ihr da bietet. Das auf jeden Fall.
Und das ist im Grunde das Novum, dass auf der einen Seite die Befähigung stattfindet, ja, das wollen wir mit der University machen, Ja. dass du quasi die Skills lernst, die du brauchst, in Ergänzung zu deiner Wertschöpfung, die du vielleicht persönlich oder in deinem Founder-Team abbildest. Auf der anderen Seite den Investor zu finden, der mit seiner gelernt, gelebten und erfahrenen Wissen helfen kann. Ist ja Ja. wichtig, dass es nicht nur Theorie ist, sondern auch selbst erlebt ist. Und auf der anderen Seite, jetzt stell dir vor, diese Crowd, von der wir sprechen, diese Genius Alliance, sorgt auch noch dafür, dass du das Geld bekommst, was du brauchst. Weil dann hast du ja genau das, und das wollte ich gegenüberstellen zu einem einzelnen Investor. Ja. Das heißt, auch der die Genius Alliance ist im Grunde das disruptive Modell von Einzelinvestoren. Weil wir sagen, wir müssen uns zusammenschließen, gerade in Deutschland, Schrägstrich Europa, im Vergleich zu Amerika oder Asien, ja, dass wir uns zusammenschließen müssen, damit wir einen stärkeren Impact liefern können für unsere Startups, die wir haben, damit wir mehr davon in den Markt bringen können. Ja. Und ich glaube, das Metaverse ist dann nochmal eine Extrembeschleunigung in dieser Hinsicht. Auf Ja. jeden Fall, ja. Absolut. Kann eine extreme Beschleunigung sein, wenn richtig genutzt und wenn Ja, das stimmt. bestimmte Schwierigkeiten umgangen. Aber wie gesagt, also sehe ich ganz genauso und deswegen finde ich das auch extrem spannend, was ihr da macht. Ja, danke. Bist Ja, ja jetzt glaube Teil ich, eine davon. sehr gute Sache. Kannst sagen, Wie die gesagt, wir können da Podcast-Folge gerne nochmal. 987 habe ich gemacht. Yes. Das finde ich übrigens auch so wichtig. Sorry, da, vielleicht die kleine Ergänzung noch, Klar. sich dazu zu bekennen, also Teil davon zu sein, Teil dessen zu sein, mitzugestalten. Ich glaube, dieses Wachsen im Wir, ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht mehr um einzelne Personal Brands, die sich dann als Influencer austoben. Das ist so gerade die Gegenwart, ja. Also wie viele Fans hast du bei Insta oder so? Sondern ich glaube, in Zukunft feiern sich die Communities selber, ja, dass du sagst, ey, ich bin Teil dessen, ja. Ja. Ich bin Genius. Und kann dir auch Access geben zu meiner Community. Ja, ich Ja. glaube, das wird viel wichtiger und das wird viel mehr eine Relevanz haben, dazu zu gehören, um was zu bewegen und zu sagen, ey, ich will was für Startups machen, weil ich selbst eins bin oder weil ich einfach Kohle habe oder weil ich einfach Interesse daran habe. Ja, auf Ja. jeden Fall. Nee, also wie gesagt, und wir haben ja auch gesagt, du hast ja am Anfang von mir schon Commitment gefordert und das habe ich ja auch zugestanden. Bin mal gespannt, wann wir da uns nochmal zusammensetzen und ich berichte, was ich so rausgefunden habe. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch ein Projekt, da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht hast du Gerne. Lust mitzumachen. Wir suchen ganz schlaue Köpfe und die sich mit dem Thema auseinandersetzen, um einfach genau das eben zu machen. Ja? Im Grunde Investoren mit Startups zusammenzubringen oder einfach auch neue Modelle zu finden. Ja? Also schnelleres Matching zu machen. Ja, wie gesagt, also wir können uns da gerne nochmal unterhalten Ja. und ist super interessant. Haben wir denn alle Fragen auf deiner Liste durch? Wir haben Gerhard. alle Fragen auf jeden Fall durch, auch Cool. wenn ich sie nicht alle gestellt habe, aber die haben sich im Gespräch ergeben. Also Okay. war wirklich super. Ja, So schön. ganz übernehmen musste ich den Podcast nicht, das war super. Ja, Nee, waren gute aber Fragen, war ein schöner Ausflug. Also ja. durch deine Fragen war uns dieser Ausflug ermöglicht. Das ist ja Ja. immer die Herausforderung, ne, in der Moderation. Nee, mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. War mein erstes Mal, was sowas angeht, und Sehr cool. war eine gute Erfahrung. Ja, schön. Hast es sehr cool gemacht. Dankeschön. Dann würde ich das sagen. Lass uns so verbleiben, dass wir uns einfach, wir sind sowieso connected und uns Ja. einfach mal einen Termin aussuchen, wo es sich lohnt, mal über deine Ergebnisse, deine Erkenntnisse vor allen Dingen zu sprechen, dass wir da teilhaben dürfen. Und ja, danke dir vielmals für das Kapern dieses Podcasts. Gerne, danke dir für die Möglichkeit.